Hallo, ich grüße euch heute zum vierten Teil unserer Reihe über die Grundfragen. Wir sind immer noch im Bereich Geldsystem und wollen heute mal uns mit dem Börsenhandel beschäftigen. Es gibt ja viele Leute, die viel schreiben über die Börse und dass da gezockt wird und dass unsere Zukunft da verzockt wird. Aber man muss sagen, Börse hat es schon immer gegeben. Es ist eben nur die Frage, inwieweit die Börse reguliert ist, dass es in ordnungsgemäßen Bahnen läuft. Und diese ordnungsgemäßen Bahnen sind eben durch die Politiker gelockert worden. Und zwar in so einer schlimmen Weise, dass es eben zu Auswüchsen kommt. Aber im Prinzip ist die Börse ähnlich zu vergleichen wie ein Messer. Da kann ich mir also was zu essen machen oder ich kann auch da Schaden anrichten. Ja? Also ein Börsenhandel ist ein Werkzeug und nicht erstmal grundsätzlich schlecht. So, die Art und Weise, wie sie benutzt wird und dass gewisse Regularien eben hier missachtet werden oder eben durch Politiker so weit gelockert werden, dass eben der Missbrauch möglich ist, hat erstmal grundsätzlich nichts mit dem Negativ-Touch einer Börse zu tun. So, damit wir jetzt hier nicht große Gelder riskieren, sondern einfach nur mit Demogeld, aber mit echten Kursen, also mit echten Börsenerleben, das mal zeigen können, werde ich jetzt ein Demokonto eröffnen. Das Demokonto, wie gesagt, ist reines, na, wir sagen Spielgeld-Euros, also ist die Euro-Währung, aber es simuliert das Konto, ne? Als hätte ich jetzt sozusagen mein Kontoguthaben selber einstellen können. Und mit diesem Kontostand werde ich jetzt versuchen, einen Handel zu machen. So, da gehe ich jetzt mal bei Google rein und gebe einfach mal hier in die Suchmaske ein. Ich nutze immer Google Liechtenstein, weil dort die Suchfilter etwas gelockert sind und man mehr findet als in der deutschen Seite. Ja, und das Trading 212 ist meist oben dran. Mal gucken, hier ist es. Ja, dann machen wir hier einen neuen Tab öffnen. Und da gucken wir mal, ob wir hier auf die Homepage kommen. Dauert manchmal eine Weile, bis es geladen ist. Jawohl, hier sehen wir das. Hier kann man sich anmelden, wenn man schon ein Konto hat. Und unten besteht die Möglichkeit, ein Demokonto zu öffnen oder ein Echtzeitkonto. Wir wollen natürlich jetzt nur mit Demokonto öffnen und da brauchen wir auch keine Kontonummer und auch keine Kreditkarte. Das machen wir einfach jetzt hier, indem wir jetzt hier klicken. Und wir hoffen mal, dass jetzt hier sich was tut. Ja, mal gucken. Manchmal hängt das ein bisschen. Das liegt teilweise auch dran, dass hier der Browser auch nicht der schnellste ist. Also mal schauen, ob das jetzt hier sich was tut. Ja, wollen wir nicht, ne? Wir wollen hier Demokonto. Irgendwie geht es momentan nicht. Mal sehen, ob sich das hier nochmal erklärt. Jetzt hat sich was getan. Mal gucken. Jawohl. So, wir brauchen jetzt eine E-Mail-Adresse, die es auch wirklich gibt. Also es nützt nichts, irgendwelche Fantasie-E-Mails hier einzutragen. Wir kopieren hier einfach mal E-Mail-Adresse, die es gibt. Das ist unsere Kurs-E-Mail-Adresse. Es hat auch keinen Zweck, uns über diese Adresse zu kontaktieren. Und das ist einfach nur jetzt hier für diesen Kurs. Aber die gibt es, weil ja dann auch die Hinweise kommen und wir werden jetzt einfach mal hier dieses Konto mal öffnen. Wir tun das Passwort auch mal speichern, damit wir später wieder rankommen. Und wir landen jetzt gleich in der Oberfläche, so wie sie der Broker eingestellt hat. Das ist ein Broker, der keine Nachschusspflicht hat. Das heißt, wenn also auf der Brokerseite irgendwas schief geht und man eigentlich gar nicht dafür kann, dann muss man nicht zusätzlich noch Geld nachschießen, um das Handelskonto auszugleichen, weil die Börse selber verlangt das natürlich. Aber hier dieser Anbieter, der nimmt uns dieses Risiko ab und deswegen empfehle ich das auch. Also nur Broker, die keine Nachschusspflicht haben, sind eigentlich zu empfehlen. Alles andere mag alles toll und bunt aussehen, aber Broker, der Nachschusspflicht verlangt, also den Kunden in Anspruch nimmt für die Fehler, die eigentlich an der mangelhaften Infrastruktur oder an der schlecht positionierten Server, an einem schlecht positionierten Serverstandort liegen und deswegen eine schwache Anbindung an die Börse haben, das kann man nicht wirklich empfehlen. So, der Broker sitzt in Bulgarien, sehr zuverlässig, stark wachsender Broker, kann ich also rundherum empfehlen. Wir wollen jetzt erstmal uns die Handelsplattform etwas zurecht machen. Also wir sehen, wir haben ein starkes Weiß hier und wenn man dann also stundenlang hier auf diesen Chart starrt, da wird man merken, dass das dann die Augen wehtun. Deswegen ist die erste Maßnahme bei weißem Bildschirm, wenn man die ganze Zeit guckt, erstmal dieses Farbschema auf schwarz umstellen.
Ja, das dauert einen Moment, dann sollte diese ganze Sache in Schwarz kommen. Weil wir haben ja immer geringe Schwankungen auf dem Stromnetz und auf diese Stromnetzschwankungen reagiert auch der Monitor. Das Auge ist da sehr empfindlich und dieses Flimmern ist reduziert, wenn das schon etwas dunkel ist. So, dann haben wir hier bei den Einstellungen noch einmal die Möglichkeit, die Trading-Modi umzuschalten, Aggregationsmodus und Hedging-Modus. Der Unterschied ist folgender: Beim Aggregationsmodus wird dann, wenn man eine Kaufenposition geöffnet hatte und eine Verkaufenposition öffnen will, wird die eine geschlossen und die andere aufgemacht. Beim Hedging-Modus ist es so, dass beide gleichzeitig laufen. Und je nachdem, wie sich der Kurs entwickelt, hängt es davon ab, wie groß die Kaufen- und die Verkaufen-Position ist, ob sich das mehr ins Kaufen oder mehr ins Verkaufen tendiert. Und man kann also mit der Anzahl und der Größe der Positionen einen anfänglich schiefgegangenen Handel doch noch gerade ziehen. Aber das geht nur, wenn man von Anfang an mit einer geringen Positionsgröße angefangen hat. Der Hedging-Modus ist also eher was für Fortgeschrittene. Aber wenn ich es gleich hier erkläre, kommt sicherlich ein Anfänger auch damit zurecht. So, hier haben wir die Kontoeinstellung. Das ist ein fester Betrag. Das sind diese 10.000 Euro, die wir hier zur Verfügung haben. Und wir können dann, wenn alles schiefgegangen ist, das jederzeit zurücksetzen. Im Live-Konto gibt es natürlich diesen Button nicht, weil da ist euer Geld dann wirklich weg. Hier kann man noch das Passwort ändern, brauchen wir nicht. Wir gehen nochmal in Allgemein, gucken hier nochmal drüber. Deutsch wollen wir haben, die Zeitzone stimmt auch. Wir schalten das mal hier ab, das Trading am Wochenende, und das schließen mit einem Klick aktivieren wir jetzt mal, damit wir. Da schnell, na, ich lasse es mal trotzdem aus. Von Anfänger ist es vielleicht besser, wir lassen es so. Und das hier schalten wir mal ab. Und jetzt wird gleich Folgendes passieren. Der Browser wird jetzt nochmal neu starten, weil jetzt passiert Folgendes. Wir schalten also die Simulation der Währung am Wochenende ab. Man kann das aktivieren, wenn man, sagen wir mal, Freitag 23 Uhr eh nicht mehr handeln will, kann man das anmachen. Und dann kann man zu Hause auch am Wochenende üben mit simulierten Kursen, um ein bisschen. Ja, bitte, dann, wenn man Zeit hat, sich mal mit der Börse zu befassen, aber es sind eben dann keine realen Kurse. Das brauchen wir jetzt aber nicht, weil wir jetzt am Wochenanfang sind, die Börse offen hat. Also machen wir das hier aus. Man muss wissen, wenn man das umschaltet, dann springen die Kurse, ne? Also vom Simulierten in den Realen und umgedreht. Und da kann natürlich, kann man ganz schlecht nachvollziehen, ob wir das wirklich profitabel getradet haben oder nicht. Deswegen machen wir es in der Woche einfach aus. Wir haben also jetzt wirklich echte Kurse, wenn ich jetzt hier okay klicke. Der Browser wird jetzt nochmal neu starten. Mal sehen. Er lädt. So, jetzt müssten wir als nächstes, ja, das passiert jetzt, wird nochmal neu gestartet. Also, das sind die Vorbereitungen, wenn man das alles erstmal setzen muss, dass es das erstmal richtig funktioniert. Wir sehen hier unten schon mal, unser Konto ist auf 10.000 Euro und wir haben ein aktuelles Ergebnis von plus minus null, denn wir haben ja noch keinen Handel begonnen. Und unten haben wir auch den Margin-Indikator, der uns anzeigt, wie viel Geld wir bei der Bank hinterlegen müssen, damit sie uns um das 200-fache oder das 100-fache, kommt auch an, welches Währungspaar wir handeln, Geld dazu gibt zu unserem Handel. Na, wie das funktioniert, erkläre ich gleich. Jetzt haben wir natürlich hier einen Haufen Felder, wo man was kaufen und verkaufen kann. Man nennt das das Instrument. Also man ist mit einem Instrument in dem Markt und da kann man sich entscheiden, will man es kaufen oder verkaufen. Hier muss man natürlich wissen, dass man nicht physisches Gold kauft, sondern man kauft einen Index auf Gold, der den Wert des Goldes repräsentiert, also im Prinzip Papiergeld. Also man hat jetzt nicht, wenn man jetzt hier klickt, dann wirklich dann eine Goldmünze, sondern man gewinnt nur an der Differenz des Steigen oder an das Fallen des Goldpreises. Das ist also der sogenannte Spot, den man hier sieht, der sogenannte Spotpreis. Und man sieht auch, dass es hier 50 Pips Unterschied ist zwischen Kaufen und Verkaufen. Das nennt man Spread, also die Spreizung. Das heißt, an der Handelsspanne verdient also der Broker. Und je kleiner der ist, desto besser ist der Broker. So, mehr muss man eigentlich hier nicht erklären. Ich werde diese jetzt alle erstmal wegklicken, weil wir die alle nicht brauchen. Den einzigen, ich mache diese Spalte so gut wie es geht, erstmal komplett leer, weil es alles Sachen sind, die kann man alle mal probieren, aber für uns, was wir jetzt so zeigen wollen, ist einfach nur unübersichtlich. So, ich mache es erstmal wieder neu auf und zwar hole ich mir als erstes mal ein paar Euro japanischer Yen. Mal gucken, wo wir den hier haben. So, der hier. Und dann brauchen wir dasselbe noch als US-Dollar. Gibt es ja auch irgendwo.
Der hier. So, und dann brauchen wir noch, den klicken wir weg, den brauchen wir nicht. Und dann brauchen wir noch den Euro-US-Dollar. Und da haben wir ein sogenanntes Triple, was voneinander abhängig ist. Und genau das brauchen wir. Weil es passiert manchmal, dass der Kurs seitwärts geht und da kann man dann eins von den dreien auswählen und in dem anderen Handelspaar oder Währungspaar weitermachen. Und da die miteinander zusammenhängen, verliert man sozusagen nicht die Orientierung, was dann am Markt los ist. Die hängen alle voneinander ab. Ne? Also wenn hier der Euro steigt, würde der natürlich auch mit steigen. Sofern der japanische Yen gleich bleibt. Wenn der japanische Yen fällt, würde US-Dollar und Euro gleichzeitig steigen. Dafür würde der Kurs aber gerade gehen. Ne? Die hängen also voneinander ab. Man kann sich das so vorstellen wie ein Bruch. Das ist der Nenner, das ist der Zähler. Wird der Zähler kleiner, wird der Wert des Bruches größer. Wird der Zähler kleiner, wird der Wert des Bruches auch kleiner. Ne? Also ganz normal wie in der Schule. So, wir sortieren das jetzt und zwar nach der Reihenfolge für den europäischen Markt. Euro-US-Dollar erstmal, damit wir überhaupt erstmal den Vergleich zur Leitwährung haben. Das kann man nur mit T oder mit D interpretieren. Das ist Ansichtssache. Wir schieben jetzt den Euro-Kurs an die zweite Position und in dieser Reihenfolge öffnen wir jetzt oben unsere Kurse, ne? Also die Kursdarstellung, das sind die drei. Und man achtet bitte darauf, dass die Reihenfolge rüber zu mit der Reihenfolge runter zu in etwa übereinstimmt, weil man nämlich sonst ganz schnell durcheinander kommt. Wir haben also jetzt, wenn wir Euro, japanischen Yen handeln wollen, da gehen wir mal hier drauf und da tun wir den anklicken und da sind wir hier genau an dem Kurs. So, noch haben wir aber noch keine richtige Darstellung, mit der es Freude macht, hier zu handeln. Wir müssen also hier noch ein bisschen was einstellen. Das Erste, was uns hier stört, ist dieser Liniencharts. Der hat ein relativ wenig Aussagekraft, weil man ja nicht weiß, wie die Zeitverhältnisse sind. Geht es nur rauf, geht es nur runter? Wie ist denn das alles hier? Und deswegen wählt man hier erstmal noch ein paar Optionen hinzu. Den Kaufenkurs wollen wir sehen. Wir wollen auch den Maßstab sehen, damit wir mal wissen, wie hoch ist denn diese Kante hier. Das sind hier 200 Pips. Ein Pip ist ein Tausendstel. Also sind wir hier bei 0,2%. Ne? Und was brauchen wir noch? Mal hier gucken. Nee, das lassen wir aus. Das lassen wir alles an und der Rest aus. So, dann brauchen wir als nächstes den Chart-Typ stellen wir auf Heiken Ashi um. Kommt aus dem Japanischen, nach dem Erfinder benannt. Der Unterschied zu dem normalen Kerzenchart, ich zeige es mal hier, merkt euch mal ungefähr, wie das aussieht. Ich schalte es mal auf normale Kerzen um und da werdet ihr sehen, dass es sehr zerrissen aussieht. Ne? Gelb, grün, man weiß ja gar nicht, was man hier machen soll. Also sehr unübersichtlich, obwohl es den tatsächlichen Warenverlauf kennzeichnet. Aber wenn ich so handeln müsste, würde ich ja ständig denken, ich muss ja raus. Ne? Und da hat sich also derjenige, der den Kerzenchart erfunden hat, also nochmal hingesetzt und hat es etwas verbessert. Und wenn ich hier reingucke, dann sehe ich doch schon was ganz anderes. Da sehe ich doch, dass ich einen durchgehend roten, hier auch einen durchgehend roten Verlauf habe. Also weiß ich, wenn ich hier drinnen geblieben wäre und diese kleine Zacke mal verschmerzt hätte, hätte ich doch hier einen ordentlichen Gewinn eingefahren. Ne? Also hier, der Kurs geht zwar runter, aber wenn ich den hier oben verkauft habe und hier unten billig nachkaufe, dann habe ich einen Gewinn gemacht. Ebenso habe ich einen Gewinn gemacht, wenn ich hier günstig eingekauft habe und teuer verkaufe. Also es funktioniert genauso wie dann der Emma-Laden. Ne? Wenn also im Regal tausendmal Milch verkauft worden ist, dann wartet der, bis mein Milchhändler einen günstigeren Kurs anbietet und kauft dann eine größere Menge nach, um den Bestand wieder auf Null zu kriegen oder in den positiven Bereich. Und beim Kaufen ist es klar, das ist wie normal, ich kaufe billig ein und der Kurs steigt und wenn er oben ist, verkaufe ich. Und aus dieser Differenz kann ich den Gewinn erzeugen. Das hat erstmal nichts mit Zocken zu tun, sondern das Zocken entsteht eben, wenn man es übertreibt und wenn man Risiken eingeht und vor allen Dingen Geld von Dritten verwendet, was nicht mehr mit einem vernünftigen Börsenhandel zu tun hat. So, das ist erstmal unsere Grundeinstellung. Das ist unser Chart. Wir haben also jetzt wieder Heiken Ashi aktiviert und wir brauchen jetzt noch ein paar zusätzliche Indikatoren, die uns etwas helfen, den Kursverlauf, den wir hier sehen, etwas zu interpretieren. So, und dazu gehen wir rein in das Feld Indikatoren. Moment, hier. So, und da stellen wir als erstes die Bollinger Bänder ein. Und die übernehmen wir auch gleich so in der Voreinstellung. Könnt ihr nochmal vergleichen, weil auch so ist. Weil es sehen alle die gleichen Werte. Ne?
So, wir haben also hier eine untere Linie, eine mittlere Linie, eine obere Linie. Das ist jetzt dazugekommen. Das muss man sich so vorstellen wie eine Minigolfbahn. Ne? Also das ist unser Ball. Das ist die linke Bande, das ist die rechte Bande, also die Draufsicht auf die Minigolfbahn. Und hier in der Mitte ist eine Mittellinie, das ist wie eine kleine Vertiefung in der Kuhle. Und wenn der dort aneckt, dann geht er manchmal in die Gegenrichtung oder er hat dass er hier mal drüber. Man könnte auch sagen, es ist ein kleiner Huckel, der einem dazu führt, wenn der Ball nicht so richtig Schwung hat, dass er eben hier wieder hat er Schwung, ne, da geht er drüber, da wackelt er gar nicht, aber hier hat er wenig Schwung, da prallt er ab. Also wie ein kleiner Huckel in der Mitte, ne, wo man also beim Bespielen des Balls eben aufpassen muss, dass man das mit genug Schwung macht. Aber da wir ja nicht spielen, sondern der Markt treibt also den Kurs in die Bahn hier und ja, das Bollinger Band legt sich so drüber. So, wenn das weit auseinander ist, sind also die Kurssprünge hoch. Wenn das weit zusammen ist, sind die Kurssprünge gering. Ist der Kursverlauf oberhalb der Linie, ist damit zu rechnen, dass es aufwärts geht. Ist der Kurs unterhalb der Linie, ist es zu erwarten, dass es abwärts geht. Das ist der grundsätzliche Trend. Und wenn zusätzlich der Mittelwert auch noch abwärts geht, haben wir also eine starke Abwärtstendenz. So, hier sieht man schon, hier ist es lange Zeit aufwärts gegangen, hier ging es etwas abwärts. Jetzt versucht er hier so ein bisschen zu drehen. Man könnte also vermuten, dass es wieder aufwärts geht. So, das ist erstmal das, was man hier ablesen kann. Wir haben also hier dann die zwei Kurse. Mal gucken, die 177, das ist das Kaufen, und die 144, hier hinten die drei Zahlen interessieren, das ist der Verkaufen. Korrespondiert mit den zwei Werten. Ne? Ihr seht, dass hier der Kaufenwert ist hier der grüne und der Verkaufen der rote. Und diese zwei Linien, das ist genau das, wo man einschätzen muss, lohnt sich ein Handel oder nicht. Und wenn man jetzt sich vorstellt, dass diese Linie hier liegt, oder hier sieht man, ne? Also hier dazwischen zu handeln, macht keinen Sinn, weil man hat ja. Ist ja 10 Minuten im Markt und der Abstand hier hat sich nicht wesentlich verändert. Also hier, es ist nur gerade mal ein schlechter Zeitpunkt, um etwas zu handeln. Also ich würde hier nichts machen. Ich weiß nicht mal, ob es hier hoch geht, geht es hier runter. Also der Markt ist hier an der Stelle unentschieden. So, in der Zwischenzeit nutzen wir die Zeit, um unseren Chart noch etwas aufzupeppen mit zusätzlichen Informationen und dann nehmen wir uns den nächsten gleich vor, das ist der MACD. So, übernehmen wir auch wieder hier diese Standardmaße, könnt ihr euch auch alle abschreiben, du nichts ändern. So, wir haben also hier den Kursverlauf, also tatsächlich der Wert von dem Währungspaar. Wir haben ja immer ein Währungspaar. Also wenn wir Euro US-Dollar kaufen, kaufen wir Euro und im gleichen Verhältnis des Kurses verkaufen wir US-Dollar. Und wenn wir Euro US-Dollar verkaufen, dann kaufen wir US-Dollar und verkaufen Euro. So funktioniert das. Also ich habe immer beides. Ich kaufe also und verkaufe nicht eine Währung, sondern das gesamte Paar. Und je nachdem, wie das Verhältnis ist, habe ich entweder Plus oder Minus gemacht. Und es hängt auch davon ab, ob ich im Kaufen oder im Verkaufen-Modus mich befinde. So, jetzt unterhalten wir uns über diese Geschichte. Wir sehen also hier den Indikator, der hat hier eine Mittellinie. Ihr seht das, dass ich sag mal, hier Balkendiagramme nach oben zeigen, die Balkendiagramme zeigen nach unten. So, dann müsst ihr euch das vorstellen wie aufgestapelte Münzen. Ne? Und zwar, das ist das, was in die Kasse reinkommt und das, was aus der Kasse rausgenommen wird. So könnt ihr euch das vorstellen. Also wie ein Trend, der im Prinzip das Verhältnis beschreibt, ob nur der Kurs steigt, weil wir handeln ja hier nicht mit Kassenstand, sondern mit Kursen. Ja, das sind also die Kursmünzen und die Kursmünzen ins Negative, die ins Positive. Und wenn die also hier überwiegen, kommt etwas dazu. Man sieht also, dass das hier an der Stelle, wo das sehr stark steigt, natürlich sofort hier hochschießt. Ja, und dort, wo es flach verläuft, na, dann sackt das ein bisschen ab hier. Dann haben wir hier mal noch eine kleine Stelle, wo es bergauf geht. Aber die große und ganze Tendenz ist also hier, sieht man hier, dass hier ordentlich abgezogen wird. So. Und das sind immer Veränderungen. Ne? Das ist der absolute Verlauf. Das heißt, der Kurs geht absolut nach oben, wenn diese Linie oberhalb der Mittellinie ist. Und der Kurs geht absolut nach unten, wenn sie unterhalb der Linie ist. Also man sieht genau an der Stelle, wo die blaue Linie hier kreuzt, geht es eindeutig nach unten. Ne? Hier, dort wo die blaue Linie nach unten geht, geht es eindeutig nach oben. Da gibt es nichts zu interpretieren. Wenn diese blaue Linie oberhalb sind, geht es einfach hoch. So, anders sieht es aus, wenn es abknickt. Ne? Wenn es abknickt, ist also immer damit zu rechnen, dass die Käufer ja aussteigen. Man sieht auch diesen scharfen Knick und dann geht der Kurs dann halt hier runter.
So, und wenn der die Linie unterschritten hat, dann geht es wirklich absolut nach unten. Wir haben also dann nur wieder eine Kennwerte, wenn der wieder einen Knick macht. Solange wie die Linie gerade ist, haben wir einen überschaubaren Verlauf. Dort, wo sie Knicke macht, hier hat man einen Sprung nach oben. Also der Knick nach oben ist ein Sprung nach oben und der Knick nach unten ist ein Sprung nach unten. Und hier geht es ordentlich bergab. So ist es zu interpretieren. Wir haben also einen langsamen Mittelwert und einen schnellen Mittelwert. Der schnelle Mittelwert repräsentiert den unmittelbaren Verlauf in den zeitlicher Nähe und der gelbe Verlauf die große, ja, wogende See, sage ich mal. Ne? So, wir sehen also, dass der gelbe dem blauen etwas hinterher hängt. Der blaue zieht also hier schon viel eher nach unten und der braucht also eine ganze Weile. So, und dann kehrt sich das um, weil der blaue will hier nach oben und der gelbe folgt erst mit einem bestimmten Abstand und mit einer bestimmten Verzögerung. Das ist also einfach so, damit man aus dem Gezappel heraus eine Tendenz erkennt. So, die gelbe Linie und die gelbe Linie hat nie direkt was miteinander zu tun. Hier beobachten wir einen Trend, hier oben einen Kursverlauf. Sind zwei völlig verschiedene Dinge, hängen aber damit zusammen, dass hier ein Verlauf dargestellt wird und hier ein Bestand. Also ich habe hier einen Bestand des Wertes und hier habe ich einen Verlauf, eine Tendenz. So, und aus absoluten Betrag und aus Tendenz kann ich Schlüsse ziehen. Und ich kann mir noch einen weiteren Indikator dazu holen, der mir noch zusätzliche Informationen über den Markt liefert. Und da gehe ich bei die Oszillatoren rein und in den letzten William Pearson Range. Den übernehme ich auch wieder mit Standard und den füge ich unten an. Und hier sehe ich, ob der Markt überkauft oder überverkauft ist. Das heißt, wenn überverkauft ist, ist also so viel an den Waren über den Ladentisch gegangen, dass der Verkäufer sagt, na, wenn das so gut läuft, kann ich ja die Preise wieder anziehen. Das passiert hier an dieser Stelle. Und dann hebt er die Preise an und dann sagen die Kunden, oh, das ist aber jetzt zu teuer. Dann steigen die Kunden aus, dann wird das hier wieder ein bisschen billiger. Und an der Stelle sind sie alle raus aus dem Markt. Da sieht man also, dass er richtig fällt hier. So, dann sind sie alle wieder im Verkaufen. Dann kommt man hier so eine kleine Zacke und dann geht das hier wieder hoch. Und man sieht natürlich, dass auch dieser Verlauf, der sozusagen das Verhältnis zwischen Käufern und Verkäufern bestimmt. Also habe ich mehr Verkäufer, fällt der Markt, also fällt der Kurs, habe ich mehr Käufer, steigt der Kurs. Man sieht also hier, in dem Moment, wo das hier steigt, habe ich im Williams alles oberhalb der Mittellinie. Das ist ungefähr die Mittellinie. Das sind alles Käufer, das sind alles Verkäufer. Wenn die Verkäufer hier die Oberhand gewinnen, sieht man also, dass es hier ordentlich runtergeht. Wenn sich das in der Mittellinie verschiebt, dann habe ich eben einen Kurs, der einigermaßen waagerecht ist. Und wenn es hier Turbulenzen gibt, also hoch, runter, dann habe ich also ständiges Gewackel und da bildet sich so eine Schwingung aus und eine Mittellinie, die meist dann gerade ist. So. Wenn das Verhältnis zwischen Käufern und Verkäufern symmetrisch ist, habe ich hier oben im Kursverlauf eine Gerade. Ist es verschoben, ist es also nach oben verschoben, habe ich einen steigenden Verlauf. Ist es nach unten verschoben, habe ich einen fallenden Verlauf. Das ist erstmal zum grundsätzlichen Verständnis, wie dieses Diagramm zu verstehen ist. Hier unten habe ich jetzt die Positionen. Ich habe jetzt noch keine eröffnet. Das werde ich jetzt auch nicht tun, sondern ich werde jetzt erstmal diese Einstellung, die ich jetzt hier getroffen habe, erstmal speichern. Und dann stelle ich mir hier oben noch eine Zeit ein. Und da ist jetzt von Anfang, wäre in dem 5 Minuten Abstand erstmal günstiger, weil wir sehen, dass sich hier was bewegt, dass es rauf und runter geht, weil unsere Kurse sind ja nur immer so Maximum 25 Minuten und da können wir natürlich nicht im Stundenchart handeln. Ne? Wir handeln also jetzt im 5-Minuten-Chart, haben natürlich etwas mehr Hektik, wir haben auch jetzt plötzlich einen anderen Verlauf, aber wir sind einfach nur ums Fünffache langsamer geworden. Also wir haben jetzt jede einzelne Kerze, bedeutet jetzt 5 Minuten. Ich erkläre noch mal kurz die Kerzen, also die blauen Kerzen zeigen einen steigenden Kurs und das ist so interpretieren, das ist der Einstandskurs. Also ich rede jetzt hier von dieser ersten Kerze, die hier sitzt. Ne? Das ist der Einstandskurs, das ist der Schlusskurs, also der Kurs ist hier lang, durch die Kerze durchgelaufen, hier wieder raus und hat nach oben, also vom Beginn bis zum Ende dieser 5 Minuten, mal kurz einen Wert erreicht, wo da oben rausgeschossen ist und hier wieder zurückgekehrt. Also in jedem Fall war der Kurs beim Schließen der Kerze hier. Ne? Und er war beim Öffnen der Kerze hier, also ist es sofort hochgezogen, hat ein Maximum ausgebildet, ist wieder zurückgekehrt und ist in die nächste Kerze rein. So, jetzt gucken wir noch Folgendes an.
Diese Kerze hat also hier einen Kerzenkörper und einen Docht. Ist der Docht sehr lang, deutet das auf eine steile Bewegung in diese Richtung hin. Wenn das so aussieht, dass es nach beiden Seiten weite Dochte hat, aber der Kerzenkörper klein, nennt man das einen Doji, einen Doppeldolch. Da hat nach oben einen Dolch und nach unten einen Dolch. Das ist der Griff. Und so fernöstlich wird da immer gekämpft. Ne? Da fällt alles ringsrum um. Und das ist nämlich auch ein Warnsignal. Das heißt, wenn dieses Teil auftaucht, heißt es immer oder fast immer, dass der Trend in eine andere Richtung geht. Den sieht man ja relativ häufig. Dann sieht man hier. Ein Doji sieht man hier. Ein Doji sieht man hier gleich zwei. Ne? Hier noch einen in einer anderen Farbe. Das ist natürlich auch eine ganz schwierige Sache, sich hier zu entscheiden. Aber da muss man eben hier mal reingucken. Ne? Man sieht also, dass das hier ins Rote geht. Also hier ist ein deutlicher Hinweis, dass es bergab geht. Das ist auch ein Hinweis, dass es bergab geht. Da schneidet die Linie von oben nach unten. Also hier sind wir am Verkaufen. Ne? So ist es zu interpretieren. So, jetzt speichere ich mir diese Vorlage erstmal ab unter Vorlagen, Vorlage erstellen. Da gebe ich ein Heiken-Forex. Das bedeutet folgendes: Ich habe also einen Chart-Typ Heiken und ich will es für Forex-Handel, also Foreign Exchange, also Devisenhandel verwenden. Das speichere ich jetzt und dann kann ich alle anderen Kurse, die nämlich noch nicht umgestellt sind, einfach durch Vorlage laden, indem ich hier drauf gehe und kann die auf die Darstellung, die ich mir jetzt mühsam erarbeitet habe, umstellen. Damit habe ich alle drei Kurse in einer einheitlichen und schönen Darstellung. Und natürlich hier in diesem 5-Minuten-Raster. Und da kann ich sehen, obwohl sie voneinander abhängen, haben diese Kurse keinen gleichen Verlauf. So, und damit werden wir dann im nächsten Teil weitermachen.